Hallo meine lieben Freunde, zur dritten Folge von Night of the Rabbit. Wir werden heute weiterspielen einfach. Wir werden heute schauen, was denn der Hase so alles erzählt. Wir haben noch gar keinen Hasen getroffen. Warte mal. Nein, das ist nicht das, was ich hatte. Wir hatten da schon eine riesige Kiste. Spielstand laden. Wo ist mein Spielstand hin? Heißt das, mein Spielstand ist weg? Ah! Ah, da ist er. Das ist interessant. Wieso wurde der nicht geladen? Ein unmöglicher Reisekoffer. Na, schauen wir uns den mal an. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Tja. Der große Zarov steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Tja, wer weiß. Nehmen wir uns mal das Poster. Der große Zarov. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Tja, vor allem auch nicht, welche Zeit es war. Das sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarov der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Was ist eins? Da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. So ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh oh. Ah, da ist ein Zauberstab. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht das fast so gut aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Und ein Zauberstab. Der Zauberstab aus dem Reisekoffer des großen Zarov. Ob man damit wirklich zaubern kann? Tja, gute Frage. Schauen wir mal. Echt nur Na okay, schauen wir mal, was haben wir noch alles da. Geh da mal rüber. Wir haben doch auch einen Zylinder. Oh, heiliger Bimbam! Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Was heißt schon wieder? Gibt's sonst noch irgendwas da zum Sehen? Nein, aber vielleicht hilft der Zauberstab ja in dem Fall. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also. Abraka! Hey, das ist ein Kaninchen. Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis der Hutto. Na, schau dir was an. Aber Sie sind ein... Orectularus Cuniculus Sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider.
Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mir. Das Rauschen der Blätter im Wind, es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also... Wir nehmen das Erste. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Es wäre sowieso jedes Zauberer Mal das werden. Gleiche gewesen. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Sehr von sich selbst eingenommen. Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Huch. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und okay. Meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, Schande. Eine lange Zeit, natürlich. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Oh, schade. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten, das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Lange Zeit, natürlich. Es ist wohl unmöglich, dass ich... Eine lange Zeit, natürlich. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Okay. Das ist wohl unmöglich, dass ich... Ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. Das klingt An gut. einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich das verspreche freut mich. Dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Okay. Magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Oh, okay. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. Ah, das ist sehr nett. Leertaste ist sehr angenehm. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Hey, wir haben einen Hut. Jeff, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Hm.
mir scheint das heute relativ laut zu sein. Habe ich meine Lautstärke relativ laut aufgedreht? Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Natürlich. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Na, versuchen wir das mal. Ah. Oh Mann, eine Kröte. Und was für eine Kröte? Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer, die Baumläufer. Okay. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Portalbaum? Was bedeutet das? Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von hier in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Das klingt gut. Das klingt kompliziert. Oh, es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Was bedeutet ein Portalbaum? Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Das klingt gut. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Ich möchte mit dieser Kröte sprechen. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Sind wir verrückt genug, das zu machen? Offensichtlich. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Wir hatten also keine Entscheidungsmöglichkeit. Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt im Auge des Orkans. Was? Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wie wir es immer getan haben. Werden wir das? Ich wollte mit dieser Kröte reden. Irgendwie kommt man mir jetzt größer vor, der Baum. Oder wir sind kein. Das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie. Na, wir sind einfach kleiner. Huch. Aber das ist ja eine mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. Okay. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss.
Okay, wollen wir uns nicht zuerst umsehen? Oh, der Typ vom Anfang. Ah, das ist der Abgang zur Stadt. Und das ist der Typ mit der Haselnuss. Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Okay. Deswegen sind wir auch kleiner. Wir müssen schließlich mit Mäusen sprechen. Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Im Mauswald. Na, besser als in Krötenheim. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumlaufers sehen. Das sind Eichhörnchen, keine Mäuse. Hier nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Oh, wir sind schon unten bei der Stadt. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. Das ist lieb von dir. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Hey, was ist das? Wir haben einen Erfolg. Wir sind dem weißen Kaninchen gefolgt. Oh. Matrix. Okay, nein. Wie komme ich denn wieder zurück? Ah, da. Okay. Wir können mit dem jungen Eichhörnchen sprechen. Oh, ganz schön viele Sachen hier. Litfaßsäule mit Bekanntmachungen, das schauen wir uns mal an. Liebes Mauswald, mein Nachbar hat sich über Lärm während der Schlafenszeit beschwert. Okay. Bitte haltet euren Geräuschpegel so hoch wie möglich. Er hat es verdient. Liebe Grüße, Anonymous. Ein Werbeplakat. Blausaft. Lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Walzwerke. Okay. So, wo war noch was? Ah, okay, da ist ein Café. Ein Baumstammcafé. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand scheint sich sehr um das Café zu kümmern. Da ist der Eingang. Da geht's auch raus. Da geht's rein. Da ist ein Bach. Ich würde gern eine Quietscheente reinwerfen, um zu sehen, wie schnell sie wegschwimmt. Okay. Was haben wir da? Statuen am Rathaus. Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Warte mal. Den Zauberstab kann man den nicht nehmen mehr. Interessant. Der große Zarow. Ob das wohl seine Sachen in dem Koffer waren? Können wir das Plakat da dranhängen? Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zarow. Schade. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zarow. Na gut.
Ein goldenes Horn mit Frosch. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Möglicherweise. So, wir können natürlich mit diesen drei Leuten sprechen. Eine tanzende Maus, ein junges Eichhörnchen und ein rundliches Tier mit Schirm. Sprechen wir mal mit dem Eichhörnchen. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Okay. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Oh Gott. Ach ja, und wie heißt du? Ich? Jerry. Also ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Mhm. Und totschicke Accessoires hast du sicher auch nicht. Das stimmt. Nein, ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Oh, vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Dann sprechen wir mal mit der tanzenden Maus. Entschuldigung, aber... Keine Zeit! Muss üben! Okay. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Okay. Und ich habe frei! Juhu! Das heißt, sie darf tanzen gehen, oder wie? Na dann, sprechen wir mal mit ihm hier. Für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Das ist schön. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Wachschleuse. Einfach die Lampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich. Einfach die Lampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Okay. Warum musste ich auf dieses dumme Ding finden? Hallo? Alles in Ordnung? Psst. Ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Okay. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort. Und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Oh, ich bin gut. Mal wieder ein Glückspilz. Kann man ihn nehmen? Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich war, da findet man ein seltsames... Und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Vielleicht können wir ja... Ich will keine Plakate kleben. Na hey, auch nicht für den großen Plakate Zaron. Kleben? Sollst du es nicht zeigen? Stopp bringt hier nichts. Meinst du? Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Mit dem Rucksack auch. Geht wirklich jemand hinter dir? Schau dir das an. Jetzt ist er weg. Ah. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Okay. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das.
es im Wald befinden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Okay. Aber war das nicht verflucht? Hallo? Weg ist er. Hey, ein Buch. Wir schauen uns die das Maus Buch an. Mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Hab es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Ja, da ist schon unser Begleiter. Ah, da bist du. Komm, Jem. Ich will dir jemanden vorstellen. Okay. Schau dir was an. Ein Uhu und ein Eichhörnchen. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan, das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Der Marquis de Hoteau. Ich war kaum größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlernt. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Okay. Meinst du, du kannst es schaffen? Es schaut fast so aus. Absolut. Halt! Nicht auf die Bücher treten. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch! Was ist jetzt passiert? Wieso hat sich das geöffnet? Ach, vielleicht, weil ich da oben war. Macht sich das dann automatisch auf? Man kann mit der Ursula sprechen. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Okay, das heißt, die Krähen sind eher die unfreundlichen. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bingen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen sie mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Lachen ist gesund.
Okay, wir sprechen mit dem Konrad. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Wie unerwartet. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, okay. Eine sehr beunruhigende Situation. Okay. So, was gibt's hier noch zum Sehen? Ob da eine Maus drin ist? Nee, leer. Hey, Leselektüre. Harry Potter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Uhu. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Okay. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Da gibt's noch einen Tisch. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Echt? Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hanna Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu. Okay. Eine Ritterrüstung, wie sie im Buche steht. Nun, wären Ritter kleine Hamster gewesen. Das wäre so knuffig gewesen, dass niemand Lust auf Krieg gehabt hätte. Das stimmt, da hat er nicht ganz unrecht. Ein Kaminfeuer. Warm? Wie ungewöhnlich. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zu Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich einmal, in Mauswald zu wohnen. Ja, wer weiß. Ein Netz mit Nüssen. Schau dir was an. Interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar. Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Okay. Da ist der Ausgang. Ich kann auch mit dem Marquis noch mal kurz sprechen. Was genau soll ich jetzt tun? Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum, doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Okay. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Wie war das mit den Baumläufen und den Portalen? Nein, das wollte ich nicht wissen. Ich mache mich mal dann wieder an die Arbeit. Was genau soll ich jetzt tun? Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Okay. Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Okay. So will es die Tradition. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Was ist das Wipfelfest? Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der Ruhe. Das Wipfelfest, findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein. Das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher. So ist es heute. Ich dachte, ich mach's mir nicht am Anfang. Vielleicht war ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier.
Was ist das? Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Jerry, nimm die Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Okay. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Okay. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Gut, dass ich wenn noch mal gefragt habe. Wenn du wirklich habe. Feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Mutter hat teuer ist, öffne das Inventar und kicke auf den Zauber Ratersuch. Am rechten Rand des Zauberstabs. Okay. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Okay. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Okay. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Ja, stimmt. Das ist der Ratersuch. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Ich frage mich, warum. Tja. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht in geschwungener Schrift, liebe Leute, lest, ein Schüler ist gekommen in den Mäusewald so grün. So lasst beginnen das Wipfelfest mit Speis und Trank und laut Gesang. Soll wohl Gesang heißen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Umschlag. Die ist antik, die muss man gut behandeln. Ach, warte mal. Das wollte ich sowieso dem Marquis zeigen. Nein, ich passe besser drauf auf. Na hey. Nein, ich passe besser drauf auf. Der könnte mir sagen, was es ist. Na gut, wir gehen mal raus. Und machen für heute Schluss. Immerhin sind wir in den Mäusewald gekommen und haben einige Sachen kennengelernt. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.